Hallöchen, heute gibt es wieder ein Top-4-Video von mir und zwar habe ich mir gedacht, stelle ich euch mal ein paar Kinderklassiker vor, die ich wunderschön finde. Vielleicht kennt ihr auch das eine oder andere gar nicht so sehr. Und ja, vielleicht interessiert es euch für eure eigenen Kinder, für eure Enkelkinder oder vielleicht auch, weil ihr trotz, ich sag mal, Anfang, Mitte 20, gerne ein Kinderbuch lesen wollt. Denn ich finde, Kinderbücher sind herrlich, sind oft mit sehr viel Liebe gestaltet. Und da schadet es gar nicht, auch als erwachsener Mensch nochmal reinzuschauen. Ich habe euch wieder, wie gesagt, vier mitgebracht, deswegen ein Top-4-Video. Wir fangen an mit Platz 4, auf dem ist gelandet von Jost Steingarder, Bibi Bokens Magische Bibliothek. Ich muss sagen, ich bin ein absoluter Jost Steingarder-Fan, das heißt, ich liebe alle seine Bücher, zumindest die, die ich gelesen habe: Das Orangenmädchen, Sophies Welt. Und eben auch Bibi Bokens Magische Bibliothek. Wie schon im Titel heißt, es geht um Bibi Boken und es geht natürlich auch um eine Bibliothek. Denn sie erlebt mit ihrem Freund ganz viele tolle Dinge in dieser magischen Bibliothek und ich muss sagen, es ist auch eines der Bücher, die ich sehr, sehr gerne einfach nochmal lesen würde. Denn alles weiß ich nicht mehr daraus, aber ich weiß, es hat noch eine wunderbare Sprache gehabt, eine wunderbare Atmosphäre geschaffen und eben für meinen Geschmack Magie gehabt. So ein bisschen das, was man auch vielleicht merkt, wenn man in einen Harry Potter-Band eintaucht. Und wir kommen schon zu Platz 3. Auf Platz 3 ist gelandet von Hans Magnus Enzensberger, der Zahlenteufel. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass ich nicht die größte Zahlenexpertin bin. Das klingt jetzt falsch, aber nicht das größte Mathe-Genie bin und auch nicht so toll bezahlen kann. Ich sage immer ganz gern, auch zu meinen Patienten, ich kann zählen, aber rechnen ist jetzt nicht so mein Fall. Und das stimmt auch. Das heißt, lieber kann ich hier abzählen. Aber ja, eben wie gesagt, bin ich das Genie mit komplette Logik und Mathematik durchsteigend. Dennoch ist der Zahlenteufel ein wundervolles Buch. Warum? Weil es genau darum geht, dass jemand, der meint, er kann nicht viel mit Mathematik anfangen oder kann sich schlecht darauf einlassen, kann es nicht verstehen, das ganz klar und ganz bildlich dargestellt und erklärt bekommt. Und das finde ich auch jetzt noch, ist eine wunderbare Möglichkeit, um sich der Mathematik zu nähern und das Ganze zumindest ein Stück weit anzuerkennen, vielleicht sogar lieben zu lernen. Und gerade für Kinder, die sich schwer tun, in die Mathematik hineinzufinden, sich damit zu identifizieren, vielleicht sogar einen Lehrer haben, der es ihnen eher schlecht und schwierig macht, dann finde ich, ist gerade so ein Werk ganz, ganz viel wert. Also schaut es euch einfach mal an. Ich finde es, wie gesagt, herrlich, dieses Werk. Es ja, fängt an beim Zählen, es geht über Quadratzahlen, es geht über Primzahlen, über alle möglichen Themen, aber alles lebensnah und verständlich dargestellt, sodass es, ja, auch ich verstehen kann. Kommen wir zu Platz 2 und wer es auf Platz 2 geschafft hat, das hat durchaus auch einen emotionalen Grund, denn es ist Erhard Dietl mit den Olchis. Egal welches Buch der Olchis, denn ich finde, sie sind alle herrlich. Ich muss gestehen, ich kenne nicht alle, aber ich kenne einige von ihm und als damals, als ich noch Kind war, die Olchis aufgetaucht sind, fand ich das richtig, richtig schön. Ich habe da auch ein Erlebnis, an das ich mich durchaus noch ein bisschen erinnern kann, denn Erhard Dietl war in der Stadtbibliothek, in die ich immer gehe, oder Stadtbücherei, und war dort zu Gast und hat auch Bücher signiert und hat daraus vorgelesen. Und das war einfach ein wundervolles Erlebnis, das mich schon ein Stück weit geprägt hat und auch in Bezug auf Bücher geprägt hat. Dass es dort eben auch nicht immer nur die strahlend tollen Menschen oder Helden gibt, sondern eben auch diejenigen, die irgendwo sympathisch sind, dadurch, dass sie Müll fressen, dadurch, dass sie furzen, rülpsen und dergleichen und das alles machen dürfen. Und natürlich auch dadurch, dass sie ja, das auf ihre eigene Art alles machen. Und deswegen finde ich, sind die Olchis ein wunderbares Beispiel dafür, dass es eben auch in dem Sinne Wesen, eben die Olchis gibt, die ganz anders sind und die nicht hübsch sein müssen, die nicht reich sein müssen, die nicht, ja, vorzeigbar ein perfektes Facebook-Instagram-Leben führen, sondern eben so sind, wie sie sind. Und auf Platz 1 hat es ein Autor geschafft, den ich
durchaus verehre, denn er hat viele, viele Werke geschaffen und ich denke, er gehört für sehr, sehr viele Menschen grundsätzlich einfach in die Kinderbuchabteilung und dort ja, in vieler Hinsicht auf Platz 1, nämlich Michael Ende. Michael Ende mit seinem Werk Momo, mit Die unendliche Geschichte, mit so vielen unzähligen weiteren Geschichten. Aber ich persönlich bin ein Riesenfan vom Wunschpunsch. Denn der Wunschpunsch ist ein Buch. Denn der Wunschpunsch ist ein herrliches Buch. Falls ihr es noch nicht kennen solltet, dann könnt ihr das gerne einfach nochmal euch anschauen und dann vielleicht dieses Jahr im Winter, im Dezember an Silvester lesen, falls ihr nichts Besseres vorhabt. Wenn ihr was Besseres vorhabt, dann macht das auf jeden Fall. Dann lest es einen Tag vorher oder einen Tag danach. Denn der Wunschpunsch ist so aufgeführt. Denn der Wunschpunsch ist so aufgemacht, dass man ihn quasi an Silvester, am Silvesterabend lesen kann. Immer wieder sind Zeiten aufgeführt, Uhrzeiten hinauslaufend auf natürlich den Jahreswechsel und Mitternacht. Und ich finde, ja, eine herrliche Geschichte, um einzutauchen, um zu reflektieren, um zu schauen, wo führt uns das hin. Das alte Jahr geht zu Ende, das neue beginnt. Und ja, mir fehlen dafür die Worte. Das heißt, ich kann euch gar nicht mehr ans Herz legen, als es euch anzuschauen. Und selbst wenn ihr es kennt, schaut es euch nochmal an. Ich finde, man kann jedes Mal wieder in einem Buch etwas Neues entdecken und etwas Tolles. Und deswegen macht das ruhig mal, traut euch ran und nehmt euch das zur Hand. Es ist, ich finde, ein wundervolles Buch und eben auch, wie schon erwähnt, von einem wundervollen Autor, der es durchaus auch verdient hat, auch in meiner Liste auf Platz 1 zu stehen. Welche Kinderklassiker habt ihr? Es gibt natürlich so viele tolle Kinderbücher auch. Allein Astrid Lindgren Bücher habe ich jetzt rausgelassen. Zum Beispiel Die Kinder von Bullerbü, Pippi Langstrumpf und dergleichen. Ganz, ganz, ganz viele tolle Bücher gibt es natürlich noch. Ich habe mich jetzt vor allem an den Büchern orientiert, die ich selbst ein Stück weit noch besitze, an die ich mich gut erinnern kann und mit denen ich etwas Besonderes verbinde. Wie gesagt, es gibt so viele mehr noch. Schreibt mir gerne eure Tipps, was ihr so gern gelesen habt als Kinder oder vielleicht jetzt noch entdeckt habt. Ich finde es herrlich, wenn wir da ein bisschen eine Sammlung aufstellen. Denn Kinderbücher, wie gesagt, haben so ihre ganz eigene Magie und sind durchaus für meine Begriffe dafür gedacht, dass wir sie nie vergessen. Denn unsere Kindheit sollten wir auch in bester Erinnerung behalten. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!